Hallo meine Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu meinem Quaiyutsu Jungle Guide. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, aktuell werdet ihr ziemlich häufig gegen Quaiyutsu im Jungle spielen. Das hat einen einfachen Grund, Quaiyutsu ist aktuell extrem stark. Er wurde im letzten Update gebufft, ist dadurch noch stärker als davor und im Jungle profitiert er von seiner hohen Mobility und kann damit Teamfights für sich entscheiden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, bis gleich. Quaiyutsu ist ein Fernkämpfer und ein Angreifer. Aktuell gibt es Quaiyutsus mit zwei Skins. Quaiyutsus Stats sehen wie folgt aus. Offense 4 Sterne, Endurance 2 Sterne, Mobility 3, Scoring 3 und Support 1,5 Stern. Auf Level 1 habt ihr die Wahl zwischen Bubble oder Substitute. Ich würde am Anfang auf Substitute gehen und mit Level 3 dann Bubble lernen. Substitute hilft euch lediglich dabei im Early Game über Barrieren rüber zu springen und den Damage der NPCs auf sich zu ziehen. Auf Level 5 habt ihr dann die Auswahl zwischen Double Team oder Smokescreen. Ich würde mich hier auf jeden Fall für Smokescreen entscheiden, da ihr den Gegner damit die Sicht nehmt und auch kurzzeitig unsichtbar werdet, wenn ihr euch selber im Smokescreen befindet. Auf Level 7 habt ihr dann die Wahl zwischen Waterschurigen oder Surfer. Hier würde ich ganz klar auf Surfer gehen. Wenn ihr mit Surfer einen Last Hit landet, dann wird der Cooldown sofort auf 0 gesetzt. Das gilt nicht nur für echte Gegner, also echte Pokémon, sondern auch für die NPCs im Jungle. Dadurch werdet ihr sehr schnell und sehr mobil im Jungle und könnt euch schnell von A nach B bewegen. Auf Level 9 lernt ihr dann den Unite Move Water Burst Shuriken. Im Jungle spiele ich Quaiyutsu sehr gerne mit dem Muskelband, dem Floatstone und der Scope Lens. Die Scope Lens könnt ihr auch ersetzen durch das Fokusband oder die Body Barrier. Als Battle-Item benutze ich sehr gerne den Eject-Button. Am Anfang des Spiels solltet ihr wie gesagt zuerst Substitute nehmen. Ihr ignoriert komplett die NPCs und springt hier über die Wand, um das Yawgreff anzugreifen. Wenn ihr Yawgreff besiegt habt, geht ihr gleich über zu Kapolores und macht da den Damage weiter. Nach Kapolores geht ihr weiter nach unten zu Bisofang. Auch hier Damage machen, besiegen und sich den Buff abholen. Nach Bisofang geht ihr zu diesem Mob, besiegt den. Jetzt seid ihr bereit zum Ganken. Ihr könnt euch aussuchen, je nachdem ob die Gegner auf der Bot oder auf der Toplane mehr pushen, dort könnt ihr unterstützen. Ihr könnt jetzt beispielsweise runterlaufen. Wir nehmen jetzt mal an, dass die Gegner der unteren Lane stärker pushen. Und ihr werdet direkt da und könntet euer Team im Kampf unterstützen. Mit Level 7 solltet ihr jetzt Smokescreen und Surfer besitzen als Angriffe. Surfer hat den riesen Vorteil, dass der Cooldown direkt auf 0 gesetzt ist, wenn ihr einen Last Hit setzt. Somit könnt ihr den Gegner Last Hitten und direkt weitergehen, um eure Mobilität im Jungle noch weiter zu erhöhen. So, zu Beginn des Spiels, wie gesagt, starten wir mit Substitute. Springen rüber und starten Yawgreff. Wir sehen jetzt schon, dass die Botlane stärker pusht als die Toplane. Sprich, wir können jetzt schon anfangen zu unterstützen. Wir sehen, dass Top jetzt drei Gegner da hat. Den Jungler plus die zwei Gegner auf der Lane. Deshalb ist jetzt ein gutes Timing, um oben zu unterstützen. Jetzt haben wir Surf. Unten hat schon wieder Druck, also gehen wir nach unten und versuchen dort zu helfen.
Und wie ihr gesehen habt, ist der Reset sofort auf 0 und wir können es gleich nochmal machen. Und der Reset gilt nicht nur für echte Gegner, sondern auch für NPCs im Dschungel. Was euch natürlich eine sehr gute Möglichkeit bietet, um schnell von A nach B zu kommen. Ihr solltet immer darauf achten, mit Surf den Last zu landen. Ihr solltet Surf nicht benutzen, um den Kampf zu starten, sondern um ihn zu beenden oder ihm zu entkommen. Da auf der oberen Lane jetzt noch Rotom da ist und die obere Lane Druck hat, werden wir jetzt nach oben gehen, unterstützen und uns dann Rotom holen. Und auch hier könnt ihr Surf wieder gut benutzen, um den Kampf zu beenden und den Kill zu bekommen, wenn man ihn trifft. Wie ihr gesehen habt, hatten wir jetzt ein oder sogar zwei AFKler, also Spieler, die einfach rausgegangen sind mitten während der Runde. Wir sind MVP geworden. Ich denke, wir haben uns auch ganz gut angestellt, aber zu dritt konnten wir das Spiel leider nicht mehr gewinnen. Aber ich denke, ihr habt jetzt einen guten Überblick über Quaiju zu erhalten. Vielen Dank, Leute, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet noch was dazulernen. Aktuell wird Quaiju sehr, sehr häufig gespielt, vor allem im Jungle. Mit dem Guide solltet ihr jetzt soweit startklar sein. Natürlich müsst ihr euch erstmal mit dem Guide so ein bisschen einspielen, euch auf Quaiju einspielen. Aber ich denke, dass ihr jetzt eine ganz gute Grundlage habt, um die Ladder zu climben und mit Quaiju ordentlich ranked durchzustarten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.